Achchen, Leute, neue Rätsel erwarten uns. Geil, geil, geil. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir verwenden wieder das Rouletto, weil das geht alles schön fixikato. Oh shit, ne, das sind aber ganz schön schlechte Zahlen. Man kann natürlich auch jederzeit einfach sagen, so, ich beende das mal jetzt kurz und so, oder, ja, ich beende das und breche ab und mache das einfach normal und mache nochmal neue Roulette-Time und so, aber nee, nee, das muss ich jetzt hier schon irgendwie schaffen. So, eine 12. Gott, 12 ist ja auch so viel. Oh, geil. Jetzt haben wir ja schon wieder viel eingegrenzt. So. Okay. Hier könnt ihr die 2 hin, dann ist hier die 1, alle Feierabend dicht. So. Ja, hier die 3. Bam, bada, bam, bam, bam. Hier ist die 3 schon komplett da. Hier ist noch eine 3. Da habe ich hier die 2. So. Immer schön die Ränder machen, ey. Das ist mal gut. So, hier würde ich mal schätzen, weil das hier so rundum aussieht, dass hier die 1 hinkommt. Ja. So. Ja, dann kann hier keine 2 mehr hin. Hier irgendwo ist die 2. Ja, wo ist wo? Ist wieder die Frage der Fragen. Man weiß es nicht auf Anhieb. Bup, bup, bup. Was haben wir hier? Hier könnte eine 3 hin. Yeah, dann haben wir jetzt 2, nochmal 3 und dann nochmal 2. Ah, nee, 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 viel zu viel Spielraum, viel zu viel Spielraum. Oh, was ist denn hier? Hier sind lauter 4en. So, die jetzt hier sind? Nee, geht ja nicht. Die geht's aber auch nicht. Also, eine ist jetzt hier irgendwie tiefer als die andere. Ich würde mal sagen, ha, gut. Sehr schön. Ja, klappt doch. Dum, bam. Dum, dum, dum. Wo ist eine 3? So, sehr gut. Ich fang wieder an, meine eigenen Geräusche zu machen. Ist das nicht cool? Passt das nicht zu dem total tollen Spiel hier? Jetzt mal ernsthaft, ich finde das cool. Ist doch mal was ganz anderes. So, man muss da ein bisschen Abwechslung bieten hier. Ich bin gespannt, wem das alles echt halt zusagt oder gefällt. So, jetzt ist die 3, so. Oh, was ist das denn jetzt? Das sieht wieder aus wie Link, der irgendein Item einsetzt. Irgendwie in cool. Hier habe ich noch eine 4 irgendwo. Ja, sehr gut. So, 1, 2. Oh, hier hat noch eine komplette 8. So. Hier könnte die 4 sein. So, ist er hoch. Zack. Zack. Zack, zack, zack. Ich komme irgendwo die 3 hin. Hier ist die. Die 1 ist schon da. Na, jetzt würde ich mal sagen, hier war. Ja, gut. Da, 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 da. So. Gut, das klappt doch. Das ist doch. Ja, das sieht aus wie. Herr Wurst, was könnte denn da machen gerade? Das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Hat er die Kanone in der Hand oder den dicken Ball? Nee. Einfach weiter puzzeln. Oh, hier muss irgendwo eine 3 sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Achso, hier. Ups, sorry. So, jetzt habe ich hier auch noch die 3. Also hier ist so schlicht, so. Hier ist noch irgendwo eine 3, aber nicht da, sondern da. Gut. So, so, so. Passt doch alles perfekt. Das war schon mal links Face. Gut, mit Mütze und allem. Gut. Und hier dann noch weitere Zahlen. Weitere Summen. Hier ist irgendwo eine 1. Und zwar hier gar nicht dumm. Reitet er? Nee. Alter, er macht einen Hitlergruß. Was zur Hölle? Wieso? Also, kurz sieht er voll so aus, so. Und irgendwie hat er in der rechten Hand irgendwie ein Seil oder ein dünnes Schwert oder. Was macht der Bengel denn da? Ach, keine Ahnung, Mann. Hoffentlich ist es kein Hitlergruß. Aber ich glaube, über die Zeiten sind Nintendo hinaus. So, wisst ihr noch, wo in manchen Zelda-Tempeln ganz merkwürdige Hakenkreuze und so waren? Ja, ja. Das sieht aus, als ob Link irgendwie aus so einem Vergnügungspark irgendwie. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist. Ach, ich weiß, was das ist. Das ist. Er angelt gerade. Das ist dieses Bild, wenn er einen Fisch an der Angel hochhält. Sieht jetzt ein bisschen aus, weil wie sind im Hintergrund mäßig, als ob man Hitlergruß macht. Aber naja, ist egal. So. Angel oder sowas irgendwie. Ne? Angeln. Oder grüßen. So. Ja, den Stempel sollte man nicht so oft verwenden. Ja, Angel, Bumerang. Voll geil. Ich will noch mehr Items haben. Machen wir weiter. Heute schaffen wir die auf jeden Fall die zweite Tafelfläche. Oh, safe. Den Rand geschafft.
stört. So, man hat doch halt echt nichts zu verlieren, wenn man das Roulette anmacht. Das ist einfach nur, ja, persönliches Wohlgefallen. So. Jetzt haben wir hier echt eine schöne Wand schon. Oh, lauter Einsen, Mann. Lauter Einsen ist immer so kacke, ey. Ja, wir sollten jetzt hier zwei Einsen einordnen, hm? Ein bisschen Platz habe ich ja, aber trotzdem ist auch viel zu wenig. Oh, hier sieht es aus, als könnte... Oh, geht auch nicht. So, wenn ich jetzt zwei, dann... So, oh, guck mal, das war jetzt wieder Lucky Shot hier. So, einfach gemacht. Nee, denke ich mal, könnte das nicht drei sein? Hier könnte aber auch zwei Einsen sein und so. Ist immer nicht so... Oder hier kann die 2 auf jeden Fall nicht sein. Also die 2, die linke 2 kann nicht da sein, weil das würde ja bedeuten, dass hier irgendwie 4 runter müssten und hier müssten 2 runter. Geht nicht. So, da denn hier aber auch kein Platz ist, kann die auch nicht da sein. Hier kann sie nicht sein, hier kann sie nicht sein, dadurch auch nicht hier. So, eins von beiden. Ich werde einfach mal sagen, hier. Yeah, geil! So. Da-da-da. Das ist doch voll cool. Was habe ich hier schon alle Möglichkeiten wieder ausgeschöpft? Mann, hier? Na, natürlich nicht. Verdammt. So, wo könnte ich denn nun... Okay, da ist noch eine 1. Vielleicht hier... Nee, oh. Toll, jetzt habe ich hier wieder... So, da, weil da so viele Einsen sind. So. Jetzt habe ich hier noch eine 1, 3 und 1 in der Reihe hier. Oh, hier noch 5 und 4. Ich bin am Verzweifeln. Was soll das sein? Das sieht irgendwie auch ganz merkwürdig aus. Dir wird kein Raten und Schätzen helfen. So, aber hier kriege ich irgendwie fast eine komplette 7 rein. Jetzt wo ist hier oder da? Ich schätze mal hier, wegen der 4. Gut. Gut, hier irgendwo ist eine 1. Ach, na toll, jetzt bist du jetzt hier unten hin. So. Hier irgendwo ist jetzt eine 5. Bloß wo? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also mindestens bis hier ist ja so oder so gegeben. Hier die 5, hier die 2. Gut. Hier habe ich eine 3. Ist auch ready. Hier habe ich irgendwie 3 Einsen. Warte mal, 1, 2. Ja, das geht sogar so. Gut. Gut, ja. Und hier habe ich eine 2. Hier ist die 4. Bloß wo die wieder ist und wie die wieder ist, weiß wieder keiner. So, hier ist eine 4. Hier ist die 2. Hier noch eine 3 und hier eine 1. Sehr gut. Fehlt hier bloß noch eine 1. Hier kann die nicht sein. Hier ist sie. So, eine 3. So, zack. Gut, jetzt ist hier irgendwo noch eine 2 drin. Aber was ist das? Das sieht aus wie... Ey, keine Ahnung, was das ist. Meine Fantasie sagt mir gerade was ganz Falsches und so. Deswegen lasse ich das mal lieber unausgesprochen. So, okay. Auf der rechten Seite sind noch 3 Einsen, keine Ahnung, wo die hin sollen. Hebe ich mir mal lieber auf. Aufheben ist gut. Was? Och Mann. Oh Gott, schon 33. Ich glaube, so schlimm war es noch nie, ne? Okay, wir haben Zeit bis 60. Okay, nicht mehr so viele Fehler machen. Nicht mehr so viel Fehler machen. Wir machen alle mal Fehler, aber du darfst das nicht. So, hier die 2. Ja, dann ist hier die 3. So, weil dann hier auch noch die 4 zusammen basht. Okay, ja, also. Gut, okay. Ah, alles geklappt. Was ist denn das? Ah, das ist wieder Link. Der hochklettert. Der klettert an der Wand hoch. Oder irgendwie so. Oder ein Baum oder sowas. Oder diese Grasbüschel. Klettert der Link einfach da nach oben. So, mit seiner ausgestreckten Hand. So, hier habe ich eine 4. Zack, 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 ja. Haut alles hin, haut doch hin. Ja, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie schwer das ist. Man kriegt dann zwar keine Zeit abgezogen, ne, ohne diese automatischen Fehlerkorrekturen. Aber wie gesagt, da muss man halt viel mehr probieren und viel mehr schätzen und so von wegen, ja, könnte, was wäre, wenn das so ist und wie sieht das aus, wenn das so ist. Und deswegen ist das ein bisschen übel. So, aber was ist das jetzt hier? Ey, der ganze Rand hier ist voll für den Arsch, irgendwie, die ganze Seite. Halt, hier ist auf jeden Fall was, so. Hier lauter Einsen am Rand. Scheiße, ihr könntet vielleicht hier von wegen 2 und dann hier 2. Und dann nochmal hier 2, ne, der geht ja hier nicht mehr.
Okay, das war richtig. Oh, puh. So, wieder ein Eng. So. Ja, das ist irgendwie so eine Kletterwand. Irgendwie sowas. Hm. Ist das jetzt hier eine 1 oder... Die 2 Zweien, die könnten ja eigentlich echt hier unten sein. So. Hier irgendwo ist eine 1. Hier, denke ich mal. So. Okay. Okay, diesen seltsamen Kram da erstmal geschafft. So, jetzt ist der einfach. Zack. Ey, Mann, ich wollte gar nicht doppelt drücken. Mann, fies. Egal, geschafft. Wir kriegen ein farbiges Bild. Ja, Link klettern. Efeu. Nein, das ist Link von hinten. Ich finde diese Stempel so witzig, ey. Die kannst du der Kim schicken. Egal. So. Zack. Letztes Rätsel der zweiten Tafel. Na. Ha. Mist. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, die Dinger zu stoppen. So, auf jeden Fall habe ich aber hier... Ne, hier kann es nicht sein. So. Einmal vier. Gut. So. Dann, hier ist eine 2. Ja. Was kommt als nächstes? Die Neugier. Sie packt mich einfach. So, die 4 kann ja nicht hier hin. Hier nicht. Hier durchaus. Hier auch. Ja, hier kann sie eigentlich irgendwo sein. Hm. So. Wo ist in welche Richtung jetzt noch? Keine Ahnung. Die 5 wird so oder so hier lang gehen. Ja, so oder so. Die 7 kann hier nicht sein. Die 7 kann da nicht sein. Ist voll gemein. Oh, ob ich hier was zusammenkriege mit einer 7? Ach. Ach, okay. Wieder extra viel geraten. So. Das wird schon jetzt so schwer, ey. Wir sind doch nicht mal ansatzweise am Ende irgendwie. Ach, Mann. Am Anfang hatte ich so viel Glück mit dem Raten. Gut, hier ist lauter Einsen, die kann man alle wegstreichen. Dann würde ich sagen, hier ist dann die nächste 4. Gut, wieder mit 1 zum Wegstreichen und eine 3 zum Ausfüllen. 2 Dreien zum Ausfüllen, eine 2 hier noch hin, dann ist wieder die 5. Ready? Dann kann hier schon mal keine 7 mehr hin. Die 3. Hier irgendwo dann eine 1, bloß wo? Kann sowohl als auch da überall hin. Hier irgendwo ist eine 2. Hier ist dann die weitere 5. So, was ist das hier? Keine Ahnung. Ist das jetzt schon die 3 oder ist das hier nur noch die 2? Schwierig, Mann. So, okay. Hier auch noch eine 5. 2. Nicht eindeutig. So, jetzt müssen wir die ganzen 1er wegstreichen. Dass man gleich mehr Bescheid weiß. Jawohl. So. Dann würde ich sagen, jetzt ist die 1 hier. So, gut. 3 ist erledigt. Hier kommt nochmal eine 2 hin. Dann habe ich hier die 7er Reihe. Gut. Also hier wieder ein bisschen mehr Spielraum vom Boden aus. Gut. Gut, gut, gut. Das gefällt mir sehr. So. Hier haben wir jetzt. Okay, jetzt sind die 1. Das ist die 4. Und das bringt hier wieder 2 weg. Da wieder ein hin. 2 weg. 1 im Sinn. Hier kann bloß die 2 hin. Gut. Hier die 4. So, was ist denn das? Ach, das ist Midna. Das ist jetzt aber Midnas Face. So. Midnas Face. Guckt ihr eigentlich echt, wie ich das Bild mache? Oder guckt ihr echt nur unten rechts hin? Kann auch sein, dass ich mir von vornherein falsch entschieden habe. Weil, wie gesagt, habe ich ja erklärt, ich will ja die Action halt, wo wirklich was passiert, wo sich was bewegt, will ich ja auf dem größeren Hauptbildschirm anzeigen. Deswegen habe ich das ja so gewählt, wie ihr es jetzt seht. Aber wenn mich trotzdem mal interessiert, ja, ihr guckt mir einfach nur unten an, wie das entsteht und so. Guckt gar nicht genau, wo oder wie, welche Zahlen hinmachst. Nur aus Neugier. Könnt ihr mir ja gerne mal erzählen. So. Zack. 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 Ja, mit einer jetzt guter platt gedrückter Kopf irgendwie. Sieht ein bisschen nicht so gesund aus mit einer, muss ich ja mal sagen. Du sollst vielleicht mal zum Arzt gehen. So, so. So. Aber das haben wir doch gleich. Und dann jetzt noch. Zack, zack. Yeah. Midna. Wieso sieht das so lila aus? Ah, jetzt kommt's. Ah, jetzt schöne Farben. Gut.
Midna. Cool, ein Stempel von mir, den kannst du auch verwenden. Danke, Midna. Und geschafft. Geil. So, okay, dann machen wir weiter. Die letzte Tafel für das normale Picross. Roulette verwenden, ja, hallo. So, und hier sind halt nochmal 10, 15, 15 Rätsel und dann halt nochmal die letzten 5 richtig knackigen 10, 15 mal 20 Rätsel. Boah. Scheiße, Mann. So, da-dam, da-bam, ba-da-bam. Überlegen, überlegen und grübeln. So, die 7 kann man hier schon mal runterballern. Da muss ja in so einer großen Zahl, sind ja leider keine großen Zahlen mehr. Mann. Ja, diese 20 mal 15 Bilder gibt's auch noch nicht seit dem ersten Picross E-Teil, sag ich jetzt mal. Weil das hat sich echt erst noch entwickelt. Und so noch ganz neu und sind immer, das sind meistens irgendwie richtig große Szenarien irgendwie. Schöne große Bilder. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da dann irgendwie sowas wie Schloss Hyrule kriegen. So, kann ich hier nicht irgendwie schon fertig machen? Ja, sehr gut. Zack, zack, zack. Das ist ja auch erledigt. Hier so eine 1. Gut, war schon wieder leider. Ah doch, hier geht's noch weiter. So. So. Ich weiß gar nicht, wie... Oh, ich kann es echt gar nicht mehr sagen, weil ihr wisst ja, wie gesagt, ich kenne die Spiele. Ich spiele die sehr, sehr gerne. Wobei das jetzt hier natürlich blind ist, wegen den unbekannten Rätseln und so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich am Anfang angestellt habe. Das weiß ich echt nicht mehr, ob ich da sehr viele Probleme mit hatte oder ob ich noch mehr raten musste als jetzt schon und so. Aber irgendwann, also ein bisschen Erfahrung, denke ich mal, habe ich schon. Wie gesagt, weil man viel mehr sich jetzt so von wegen einschätzt, wo was ist, wo was hinkommt. Also ich weiß noch, dass darf ich ja keinem erzählen, ey. Das war in der Uni, da habe ich die ganze Zeit in der Uni irgendwie halt Mario Picross gespielt. Das ist ja ein ganz altes Gameboy-Spiel. Das habe ich die ganze Zeit in der Uni gezockt. Das war so geil. In der Uni hat man ja echt halt die Freiheiten, da musst du ja bloß zusehen, ob du deine Klausuren schaffst, ne? Und ansonsten ist ja alles, du bist halt ein erwachsener Mensch, kannst machen, was du möchtest. Hauptsache, du kriegst deine Dinger da erfüllt. Und die ganze Zeit nur gezockt da, ey. Das war so geil. Da war ich echt süchtig nach. Also, wie gesagt, ihr wisst schon, wie ihr meint es, ne? Nicht gefährlich süchtig, Mann. So doch nicht, aber halt. Ja, von wegen, ich wollte halt unbedingt weiterspielen und alle Rätsel lösen, weil da gab es auch schon viele Rätsel. Auf dem ersten Gameboy-Spiel. Definitiv auch mehr als hier. Aber das ist ja bloß ein kleines, nettes Gimmick. So, was ist denn das? Ist das jetzt wieder Epona? Hatten wir nicht schon Epona? Nee, ich hab bloß vermutet, wir hatten. Nee. Keine Ahnung. Wir gucken. Bam, bam. Das ist Epona. Vielleicht ist der Link auf Epona oder irgendwie so. Ich will eigentlich ein Ganondorf-Bild. Oder ein Zanto-Bild. Zanto. Müsste aber, glaube ich, geben. Habe ich schon als kleine Vorschau gesehen. Als Vorschaubilder. Promote-Bilder, sag ich mal so. Da gibt's Zanto. Ohne seine Maske. Mit diesem Grusel-Face. Das wird schon geben. Ja, das ist einfach nur Epona. Gut, hat man die Donner nicht. So, geht so schön schnell hier. Ja, so ratzfatz ist dann wieder ein Part vorbei, ja? Mit so ein paar Rätseln nur, aber... Autsch. Aber naja, was willst du machen? Ich habe ja von Anfang an gesagt, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ihr hier mit mir zuschaut und mit mir zusammen gemeinsam puzzelt. Puzzeln. Ja, jetzt fehlt irgendwie noch... Hier muss irgendwo noch eine 1 hin. Hier kann sie nicht hin. Hier kann sie aber natürlich nicht hin. Och, ey, natürlich die letzte Chance verkackt. Was soll das sein? Eponas Augenbraue, ihre Wimper oder was? Egal. So. Ja, ist erledigt. Eponas Mähne. Ist so schön. Pferdehaare, ey. Sind immer so dicht und fett. So. Jetzt haben wir dort gleich. Zack, zack. Und zack. Yeah! Epona! Gut, Leute, dann würde ich sagen, kann man den Part auch wieder super nice beenden. Rätselauswahl. Wir haben jetzt hier angefangen, die letzte der drei Tafeln. Oh, sieht so schick aus, so schick aus. Und da haben wir bald, ja, ich weiß nicht, noch drei Parts oder so. Oder vielleicht, na, vielleicht sind es ja einfache Rätsel oder das Roulette bringt uns Glück. Denn vielleicht ja bloß noch zwei Parts. Aber es dauert halt schon eine ganze Weile. Vor allem hier, oh Gott, ey, 20 mal 15, ey. Aber es sind so bloß 5 Rätsel. Und hier so mega lang. Also ein mega langes Wort.
Hier noch ein paar Codes-Wörter. Alter, was ist das denn? Eine volle Riese. Ich guck mal unten rechts, wo die ganz viele Fragezeichen, wo jedes für einen Buchstaben steht. Na, okay. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Zelda Picross. Ciao.